Sehr schön. Wir kommen zum zweiten Teil des Essens, also zum Hauptgericht. Und das haben wir aufgesplittet in eine bulgarische Komponente und eine türkische Komponente. Und zwar machen wir einen Salat, einen bulgarischen Shopska-Salat. Und dazu machen wir die türkischen Frikadellen, die Köfte. Jetzt hier zum bulgarischen Shopska-Salat. Ich habe eine ganze Menge hier. Viele Vitamine, stark und gesund werden wir. Oh, und gut aussehen tun wir auch noch dabei. Ah, vielen Dank für das Kompliment. Was haben wir? Was brauchen wir alles für den bulgarischen Shopska-Salat? Tomaten, Paprika. Ist jetzt egal, welche Farbe. Ich habe jetzt hier die gelbe genommen, damit es schön bunt aussieht. Auf alle Fälle brauchen wir noch Gurke dazu. Dann brauchen wir schwarze Oliven. Lass die Oliven ganz, nicht alle Kinder mögen es, aber lass sie wenigstens probieren. Dann habe ich mich entschieden für rote Zwiebeln, die mag ich ganz gerne. Wir brauchen eine Zitrone. Wir brauchen ein paar Blumen, Petersilie. Und wir brauchen einen Hirtenkäse. Ob man da jetzt Schafskäse nimmt, also bulgarischen Schafskäse oder einen Hirtenkäse, der aus Kuhmilch besteht oder Ziege, wie auch immer. Ich glaube, da sind die Meinungen sehr gespalten. Ich habe mich jetzt hier für einen normalen Hirtenkäse entschieden, den wir rüber machen. Okay, das Gemüse ist alles gewaschen und ich kann mich ans Schneiden machen. Ihr könnt gerne mit den Kindern das zusammenschneiden. Ihr könnt es auch schon vorbereiten, dass die Kinder das nur dekorieren, wie es euch gefällt. Was ich hier meinte mit dem Dekorieren ist, dass die Kinder dann die fertigen Zutaten hier auf dem Teller verteilen können. Denn bekanntlich ist das Auge ja auch mit. Soll ja auch alles schön bunt und attraktiv aussehen. Ja. So, dann können wir hier die Gürkchen ein bisschen verteilen. Nehmt ruhig, macht ein bisschen mehr, das sieht dann ganz gut aus. Macht vielleicht einen Teller für die ganze Familie, dass man dann einen großen Teller auf dem Tisch präsentieren kann und dann kann sich jeder von dem Salat was nehmen. Ich hoffe, man sieht es hier ganz gut. Ich habe den Teller jetzt ein bisschen angewinkelt, damit ihr auch was davon habt. Okay, ja, vielleicht machen wir es doch so. Wir legen hier in der Mitte noch ein paar Scheiben hin. So, genau. Dann haben wir Paprika. Ich habe jetzt hier eine gelbe genommen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, die grüne Paprika soll die gesündeste sein. Korrigiert mich, wenn es nicht so ist. Sehr gut. So, dann einfach in mundgerechte Stücke. Ja, es gibt große Münder, kleine Münder. Das könnt ihr entscheiden. Ich habe es ganz gerne, wenn es ein bisschen gröber ist. Ein bisschen rustikaler. Ja, und hier auch wieder eine sehr schöne Farbkombination. Die Oliven mit der Paprika. Was auch immer das für eine Farbkombination ist. Sehr schön. Aber vor allem ist es ja auch gedacht, dass das Essen einladend aussieht. Ganz wichtig bei den Kindern, Dinge, die ihr möchtet, dass sie sie essen, versucht, dass das Essen nett aussieht, spannend aussieht, abwechslungsreich aussieht. Niemand mag es, wenn es einfach bloß dahin geworfen ist. Lasst euch was einfallen. Ja, letzte Woche beim Thema Safari hatten wir ja auch das Krokodil. Ich garantiere euch, ein Kind, was vorher noch nie vielleicht eine Gurke, eine Tomate oder auch eine Traube gegessen hat oder Käse, ist dort mehr ermutigt, das zu probieren, weil es halt lustig aussieht, weil es toll aussieht. Denkt an meine Worte, wenn es soweit ist. So, und wenn nicht, habt ihr es wenigstens probiert. Darauf kommt es ja an, dass man es wenigstens probiert. Ja, jetzt habe ich hier so ein paar Kirschtomaten. Die verteile ich auch da drauf. Und dann haben wir jetzt hier schon ganz tolle Farben. Wir haben schon grün, wir haben gelb, wir haben rot. Und was könnten wir noch für Farben drauf machen? Gibt es blaues Gemüse? Blaues Gemüse, ja, Rotkohl. Aber Rotkohl ist A, nicht typisch für den Shopska-Salat. Und B, ist es ja doch eher so ein bisschen rötlich. Okay, aber auf alle Fälle haben wir jetzt noch ein schönes Violett. Nicht jeder mag Zwiebeln roh, aber sie gehören nun mal zu dem Gericht dazu. Ihr könnt sie ganz dünn schneiden, dann sind sie ein bisschen
ja, nicht ganz so scharf. Ihr könnt die roten Zwiebeln aber auch vorher ein wenig marinieren. Ja, dann haben sie die zwiebelige Schärfe verloren. Bisschen Zucker, ein bisschen Essig, 5 Minuten, so dünn wie sie sind. Und dann das überschüssige Wasser oder die Flüssigkeit abschöpfen. Und schon haben sie diese zwiebelige Schärfe verloren. Im Übrigen werden wir gleich noch ein kleines zusätzliches Video drehen und euch zeigen, was wir jetzt so reinschneiden werden. Denn ich habe vorhin hier in der Uhlandstraße draußen auf der neuen Terrasse was entdeckt. Total spannend. Und zwar ist es jetzt zufällig die Zeit, dass der Schnittlauch blüht. Draußen, ganz unscheinbar, in so einer ganz kleinen Ritze, sind irgendwie ein paar Schnittlauchsamen hingekommen. Wir werden das gleich noch aufnehmen und euch zeigen. Schnittlauchblüten, unglaublich lecker. Wenn ihr, ich glaube, im Supermarkt gibt es sie nicht zu kaufen, aber wenn ihr im Garten die Blüten habt, werft sie nicht weg, sondern schneidet sie ab und macht sie mit in den Salat. Sieht total toll aus, werdet ihr sehen, und die schmecken total lecker. Gut, dann haben wir das hier schon dekoriert. Dann haben wir jetzt hier noch ein paar schwarze Tupfer. Ihr seht, das sind hier die kleinen Blüten, die ich meine. Total spannend, die werde ich mir einfach nur abschneiden. Die sind hier aus dem Nichts gewachsen und das ist total cool, dass wir die haben. Ansonsten lasst auch noch ein paar stehen, die Bienchen freuen sich auch und die Hummeln. So, und jetzt habt ihr die kleine Zwischenaufnahme gesehen, total cool, nebenbei entdeckt. Ja, ein paar Schnittlauchblüten. Die gehen natürlich noch richtig auf, wird so ein richtiger Korb und dann werden die noch intensiver, jetzt sind die schon so leicht scharf. Lasst aber ein paar stehen für unsere Bienen und unsere Hummeln. Ich wollte euch das bloß mal zeigen, was man alles so im Garten finden kann. Und die kleinen Knospen, die machen wir jetzt einfach hier so am Rand ein bisschen dazu. Ist auch noch ein kleiner Farbtupfer. Und ich glaube, für die Kinder ist es gerade immer total cool, wenn man irgendwas selber sammelt und dann essen kann. Und diese Erfahrung einfach, da was selber gemacht zu haben, darum geht es eigentlich beim Kochen. Es geht nicht unbedingt darum, dass es super lecker schmeckt, sondern es geht darum, was selber gemacht zu haben. Und eine kleine Schnittlauchblüte hier als Antenne. So. Oder in die Olive rein. So, sehr gut. Na, bleibt stehen, bleib stehen. Da seht ihr es. Sehr gut. Dann haben wir schon eigentlich den kompletten Salat fertig. Übrigens, die Stängel hier, die könnt ihr wegmachen, die schmecken nicht, die sind schon relativ fest. Nehmt noch etwas Petersilie zum Garnieren. Ja, es reicht, wenn ihr hier, na, für die Menge an Salat reicht das dicke aus. Ja, kurz ein bisschen durchhacken. Ja, einmal Cut, hab mich geschnitten. So, und wie ihr seht, auch Unfälle können passieren. Ich habe mich geschnitten mit dem scharfen Messer. Passiert, so ist es nun mal. Wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Aber es ist nicht schlimm. Ich wurde gleich gut verarztet. Pflaster drum und beim Kochen natürlich einen kleinen Handschuh dann. Also, Obacht. Ihr könnt eure Kinder nicht davor schützen, dass sie sich mal wehtun werden. Es ist auch nicht schlimm, ja, wenn es Kleinigkeiten sind. In dem Fall ist es nur ein kleiner Cut, ja, und ist auch bald wieder verheilt. Sehr gut, dann haben wir unsere Petersilie grob gehackt. Oh, noch ein bisschen mehr, damit die ein bisschen kleiner ist. Ob ihr da jetzt glatte Petersilie nehmt oder krause Petersilie, ich denke für den Salat, wenn ihr die Auswahl habt, nehmt glatte Petersilie, weil ich glaube, sie ist ein bisschen aromatischer. So, dann streuen wir hier die Petersilie etwas rüber. Sehr gut. Ist auch mehr zum Deko oder zur Deko als alles andere. Und dann nehmen wir noch ein schönes Stück von unserem Hirtenkäse. Die Petersilie nehmen wir mal jetzt hier weg. So. Und dann könnt ihr den Hirtenkäse, entweder ihr bröckelt ihn so leicht drüber oder ihr könnt ihn in Stücke schneiden. Das ist alles Geschmackssache. So, und wie ihr schon erkennen könnt, es wird ein richtig üppiger Salat. Was ich ja vorher schon meinte, für die ganze Familie dann einfach in die Mitte stellen. Dann kann sich jeder bedienen. Obacht in der Küche. So, sehr gut. Das sollte auch schon reichen. Dann habe ich hier mein Tuch, um die Hände abzuwischen. Und jetzt kommt das allerletzte. Das
das allerletzte oder das vorletzte, noch ein wenig frische Zitrone, einfach zum Rüberträufeln. Das ist quasi so ein bisschen die Marinade. Ja. Dann nehmen wir noch etwas Öl. In der bulgarischen Küche wird nicht unbedingt Olivenöl verwendet. Ihr könnt auch jedes andere Öl nehmen. Distelöl, Walnussöl, Chiliöl, ist alles eure Geschmackssache. Und als allerletztes nehmen wir noch etwas grobes Meersalz. So. Und schwuppsdiwupps ist unser Salat fertig für unsere Hauptspeise. Unser Shopska-Salat, die bulgarische Komponente unseres Hauptgerichtes. Viel Spaß beim Nachkochen!